alles hatte. Aber ich habe halt leider auch alles verkauft. Ich müsste, glaube ich, dann auch wieder farmen. Ja, ich habe mir das mit diesem Basisbau mal angeschaut. Gibt es da YouTube-Video drüber? Ja. Habe ich gesehen, ja, da ziemlich schnell, also geht das auch. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau, ob ich das brauche. Weil ich habe mich damals so aufgeregt, habe zumindest herausgefunden, wie man Sachen reintun kann. Auch den Sessel und die Stühle. Ja, ich habe am ersten Tag, Basisbau war einfach nur scheiße. Habe mich extrem aufgeregt. Hatte die Tage nochmal reingeschaut, habe dann zumindest ein bisschen mehr verstanden. Ja, ich habe jetzt einfach am Mond, auf der Erde habe ich gebaut. Direkt auf der Erde. Und ich habe nicht gewusst, dass man schauen soll. Planetenscan, ja, hier, da sind die Ressourcen, da muss man dies, das. Habe ich alles gar nicht gemacht. Ich habe einfach gelandet auf der Erde, habe mein Ding reingesteckt, fertig. Ende der Geschichte. Meine Story. Aber das im Video, wenn man sich da ein bisschen auskennt, was der erzählt hat, ist halt schon gut. Was ist denn ein ausgewogenes Boostpack? Ich hab jetzt mehrere Items immer gefunden, die ein ausgewogenes Boostpack enthalten. Hast du sowas schon gehabt? Dash Boostpack Kapazität. Ja. Halt einen richtigen Plan. Es gibt halt anscheinend einen Planeten, auf dem bauen halt alle. Da sind halt alle YouTube-Videos aufgebaut. Da gibt es halt alle Erze oder Erze, wo, drei Erze gleichzeitig oder so. Also Gas, vielleicht irgendwas mit Gas, kein Plan. Gibt's auf jeden Fall drei Ressourcen gleichzeitig, die man easy abbauen kann. Was mich ein bisschen ärgert oder traurig stimmt. Es gibt ja viele YouTube-Videos hier. So starte ich, mach dies, mach das, Tipps für den Anfänger, alles, alles gut. Aber es gibt zu viele YouTube-Videos mit Glitches und Cheaten. Da krieche unter die Stadt, hol da Geld, cheate hier, cheate da. Tu dir eine Mod drauf, die unendlich Gewicht hat, dies, das. Also, Digga, also ich finde solche Videos abartig. Weiß ich nicht, Glitches nutzen, um zu cheaten. Auch das mit der Schwierigkeit einstellen, wieder hoch, runter und dann. Finde ich sehr, sehr traurig, dass es so viele. Dass die dann anregen zum Cheaten. Und wenn man die Videos sieht, dann machen die Leute es ja bestimmt auch. Ja, es sind halt gute Tipps und Tricks dabei. Basisbau, ne? Dann sind zwei, drei gute Tipps dabei. Ja, hier ist was und da und danach ist halt so ein Cheat dazwischen. Das ist halt, wenn bei normalen Tipps auf einmal ein Cheat dazwischen ist, halt auch kacke. Finde ich halt nur traurig, dass es wirklich so viele gibt. Also zu viele meiner Meinung nach. Aber gut, ich muss das ja nicht machen. Mache ich auch nicht. Ich finde es halt nur bescheuert. Ja, ich habe mir Anfängertipps angeschaut. Was sollte man am Anfang machen? Aber das habe ich schon gemacht, als ich schon, also keine Ahnung, gestern oder vorgestern, als ich schon Tag 6 war oder so. Was mit dem Basisbau habe ich mir auch angeschaut, zwei Videos. Was ich krass finde, ich habe ja diesen Anzug bekommen. Der ist plus 10% Überzeugungschance. Den behalte ich mal. Dann gibt es auch Kleidung mit 5% mehr Crit. Den habe ich von der Gang bekommen. Da, den hier. Den habe ich von den Disciples bekommen. Weil vielleicht will ich irgendwann für die arbeiten. Mal schauen. Hast du dich auf Neon auch angeschlossen? Der Firma da? Mit Bewerbung und so? Sind coole Quests und es ist genauso Chefetage, wie ich mir sie im Real Life vorstelle.
nur Betrug, Lügen und andere anschwärzen und Betriebsspionage hier und irgendwelche Sachen da, andere anschwärzen für einen. Also genau so stelle ich mir, das ist halt viel zu realistisch. Hab aber die Disziplin ausgelöscht. Ich habe mit dir nicht so viel zu tun gehabt, ich habe nur irgendwelche getötet, die den anderen ja geärgert haben. In der einen Bar bei der einen komischen Madame ist halt eine gewesen, die mich anheuern wollte oder wo ich mit ihr ins Gespräch gekommen bin. Es ging halt dann, kam halt dann so zum Anheuern, keine Ahnung. Und dann erledige ich jetzt hauptsächlich Aufträge für die. Flieg da hin, mach das, tu da irgendwas korruptieren, tu da jemanden verarschen, tu da irgendwas austauschen, damit die Papiere und die Verträge schlecht aussehen und dann, also das ist hauptsächlich nur irgendwie als Agent andere Firmen schlecht aussehen lassen, damit die eigene Firma gut aussieht. Ja, so ist das. Warte, ich muss nochmal pennen hier. Ja. Ich habe vorhin mal überlegt, anscheinend auf der Venus vergeht die Zeit viel, viel schneller als auf dem normalen Planeten, wie das in echt sein könnte. Wenn du irgendwie auf dem Planeten bist, ist die zehnfache Zeit der Erde. Also eine Stunde sind 10 Stunden, 10 Stunden 100 Stunden. Imagine, du telefonierst mit der Erde und dann vergeht die Zeit da schneller als bei dir oder was? Und sah das deine Frau, GZ. Also ich bin da noch gar nicht weiter. Geil, dann kannst du mit dir schlafen, hast du 15%. Beste. Ich habe dann kleine Shorts drüber gemacht. Oder ein kleines TikTok über das Thema. So, mal 2x 24 Stunden warten. Damit man hier... Damit der Händler wieder Geld hat. Ich bin noch gar nicht weiter. Ist ein bisschen überrascht. Ich hab auch nicht mehr gespielt. Gestern nicht mehr gespielt. Ich habe mich gestern komplett um... Also, du weißt ja, dass ich von Freitag auf Samstag gezockt habe. Da warst du ja da. Und dann habe ich ja irgendwann das Stream aufgehört, so um 8, 9 in der Früh oder ich weiß nicht genau wann. Und ich bin erst 22 oder 23 Uhr ins Bett. Ich habe durchgemacht, weitergemacht. Was habe ich gemacht? Ja, ein bisschen Essen hier und da. Und dann habe ich mich hauptsächlich um die Social Media Dinger gekümmert. Clips geschnitten, Videos gecuttet, Panels gemacht für die ganzen Plattformen nochmal. Für Kick halt, für Twitter, Instagram, TikTok, alles Mögliche gemacht da. Damit. Oder? Hier draußen am Rand ich des vielleicht noch ein bisschen Range. Aber es ist einfach so. Ruhig. Aber die ersten 4 Stunden. Eigentlich tratsche ich ja nicht. Hat niemand aber was geschrieben. Aber wenn du verifizierbare Informationen hast, bin ich ganz oben. Hat sich der gestrige Tag gelohnt? Ja, wir reden gleich, Sarah. Kann ich behelfen? Was kann die Handelsauf... Gewiss. Genau, deswegen, ich bin halt. Ich konnte gestern nicht streamen, weil ich halt ins Bett gegangen bin. Noch kann ich gar behilflich nicht. Sein? Einmal geskippt. Selbstverständlich. Einmal geskippt, um. Noch ein bisschen zu arbeiten und viel zu tun für diese sozialen Sachen. YouTube, Twitter, Instagram, TikTok und Kick hier. Und noch mit ChatGPT einiges rumprobiert. Den auch Fragen gestellt, was man noch so machen kann. Das Scheiße ist halt nur mit ChatGPT, das ist vom 21. September 2021 Aktualität. Das ist halt Müll, sowas. Feier ich gar nicht. Das ist halt Müll. So. Bisschen versucht mit AI zu reden. Genau, deswegen hatte ich gestern das geskippt, das alles Orion. Boah, ich habe eine Waffe gefunden, die ist echt wild. Also, ich hatte ja eine Waffe, die gut ist. Aber es ist, glaube ich, die gleiche Waffe, nur anders gebastelt.
glaube, das kannst du nicht. Das ist traurig, Jeroka, und das kannst du nicht. Tut mir leid. Lass das lieber mit der Base. Meinst du, dass man das so finden kann? Okay, dann würde ich geh zum Titan. Zum Mond vom Saturn oder so. Da findest du bestimmt Titan. Steaks, ist das noch ein besseres, als was ich habe? Ach du, nee, ich hab's ja gar nicht mehr gebindet. Stimmt. Da diese Waffe habe ich hier. Zweimal, also mit veränderten Mods. Die ist echt krass. Die macht so viel Schaden, hey. Das ist die normale Beowulf, aber irgendwie verändert. Schnell Drumbeat. Fügt bei Waffenschlägen doppelten Schaden zu. Was ist denn das? Vorher 200 auch nicht probiert, das Ding. Das Geile ist, was ich gesehen habe, wenn zwei Spieler das Spiel anfangen, sind die Ressourcen und die ganzen Planeten irgendwie anders. Also die sind zwar, glaube ich, schätze ich mal da, wo sie sind, aber die ganzen Sachen sind komplett anders. Die Viecher, die Tiere, das ist alles immer random generiert. Also den Planeten, glaube ich, oh nein, verkauft, scheiße, die müssen ja, glaube ich, da sein. Aber die ganzen Sachen sind alle random generiert. Wo kann ich ihn zurückkaufen? Verkaufen. Zurückkaufen. Ich habe diese eine, wollte ich jetzt mal testen eigentlich. So, jetzt hat. Okay, verkaufen. Waffen. Hat der Orion Speech? Ich bräuchte die ja gar nicht mehr, wenn ich die andere habe. Weg damit. Zweihunderter Schussrate, ey, spinnst du? Hilfe, Notizen. Ressourcen. Okay, dann haben wir alles hier. Ich wiege halt immer noch 204 wegen der Ressourcen. Da müssten wir wieder mal zur Loge gehen. Und kurz ausladen. Achso, ich wollte mit mir sprechen. Stimmt, warte, machen wir das mal. Wir müssen es so hinkriegen, dass es klappt. Deswegen müssen wir speichern. Sonst laden wir nochmal. Okay, let's go. Mich würde etwas interessieren. Ich weiß, dass du auf ungewöhnliche Weise zur Constellation gekommen bist. Das hatten wir schon, das Gespräch. Aber du warst nicht verpflichtet zu bleiben. Du hättest oder? Einfach das Artefakt abliefern, okay, und gehen können. Warum bleibst du? Wegen dir bin ich hier. Reden wir mal andermal drüber. Bei mir ist diese Woche sonst nicht viel los. Ich liebe Rätsel. Es ist ein netter Trupp und sie brauchen meine Hilfe. Die Artefakte bedeuten etwas. Wir müssen herausfinden, was. Das ist ja nicht genau das richtig. Es ist wohl wirklich eine einzigartige Situation mit ernsten Konsequenzen. Mhm. Das hält auch mich hier. Meine Vergangenheit ist kompliziert. Und jeder in der Constellation weiß, dass ich selten darüber spreche. Aber meine Familie hat immer betont, wie wichtig es ist, einen Sinn im Leben zu haben. Mhm. Man braucht einen Daseinszweck. Ja. Warum bedeutet die Constellation so viel? Hoffentlich nimmst du dir auch genug Zeit, um Spaß zu haben. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Man braucht einen Grund, morgens aufzustehen. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Ein Ziel ist etwas, worauf man hinarbeitet. Genau. Ein erwarteter Erfolg. Das ist nicht dasselbe. Ich glaube, es wird manchmal mit den Worten Der Weg ist das Ziel umschrieben. Genau. Als ich erstmals nach New Atlantis gekommen bin, war ich entsetzt, wie viele Menschen ihren Alltag wie Drohnen abspulen. Sie arbeiten, essen, schlafen. Alles ohne irgendetwas um sich herum wahrzunehmen. Ja, Lemminge. Oder sich darum zu kümmern. Gefügsam. Ihr Leben ist so ganz anders als in weiten Teilen der besiedelten Systeme. Sie wissen nicht, wie gut sie es haben.
Inwiefern ist ihr Leben anders? Du glaubst, um wirklich leben zu müssen, muss man kämpfen. Man weiß nie, was andere durchmachen. Dann muss dein Leben vollkommen anders gewesen sein. Ja. Das war es. Ich bin nicht in einem solchen Luxus aufgewachsen. Ich auch nicht, Digga. Was mit Durch dir? Einen Lebenssinn überwindet man Leid und Not. Mhm. Ich weiß das. Diese Menschen sind ahnungslos. Selbstmittel hat doch nie jemand geholfen. Du hast offenbar viel durchgemacht. Ja, mach mal das. Das tut mir leid. Weiß ich jetzt nicht. Das habe ich. Und ich habe mich oft gefragt, ob es all die Mühe wert war. Ja klar, du bist hier bei Meine mir. Meine Familie ist in den besiedelten Systemen einzigartig. Ich bin außerhalb der United Colonies und des Freestar Collective aufgewachsen. Okay. Meine Eltern und ihre Eltern vor ihnen. Wunderbar. Waren überzeugt, dass man niemandem außerhalb der Familie vertrauen kann. Ja, ein bisschen. Du kannst dir vorstellen, dass es schwierig ist, ohne Kontakt zu anderen im Weltall zu überleben. Das ist natürlich scheiße. Warum wollte deine Familie unbedingt unabhängig sein? Das klingt nach einem schrecklichen Leben. Ich hätte das Leben nicht gewählt. Sich alleine zu schlagen ist bewundernswert. Ja. Genau, fragen wir uns warum. Sie haben geglaubt und tun es noch. Dass Immer jeder, noch. Der Oha. Nicht zur Familie gehört, Aha. nicht unsere Werte und Ziele teile und daher Menschen, eine potenzielle Gefahr sei. Nach meinen Erfahrungen in den besiedelten Systemen stimme Aha. ich weitgehend zu. Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass nur eine Familie auf der ganzen Welt die gleichen Ziele hat. Das klingt nach einem schrecklichen Leben. Ja, irgendwie schon. Ich hätte das Leben nicht gewählt. Sich allein durchzuschlagen ist bewundernswert. Ja, machen wir Eine das. Wahl war das nie. Zumindest nicht für mich. Aber rückblickend verstehe ich deine Sicht. Ja. Doch vorerst haben wir zwei unseren Sinn wohl in der Constellation gefunden. Ja, klar, sowieso viele. Das muss für den Moment reichen. Auf jeden es Fall. Es freut mich, dass wir dieselben Ziele haben. Beste. Ich genieße unsere gemeinsame Zeit. Sehr gerne. Danke. Okay, wir haben jetzt kein Plus, kein Nichts gemacht. War das jetzt... Das war okay, oder? Stimmt etwas nicht? Ich wollte jetzt... Ja, das hat ja... Wird schon passen. Gut. Ja. Ich habe jetzt hier nicht auf... Tut mir leid, so einen Scheiß gemacht. Auf weißt Wiedersehen. Du? Muss ja nicht sein. So, dann gehen wir... Nie gescannt hier doch. Dann gehen wir mal nach Alpha Centauri, oder? Wir können eh nicht direkt landen. Wir können eh nicht direkt landen. Aber wir können es ja schon mal anvisieren. Jo. Das ist gar nicht so weit hier. Nur ein paar Minuten. Nur ein paar Minuten. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten. Ich sollte nichts haben, oder? Alles okay. abgeschlossen. Viel Spaß. Jo, paar paar Lagerkisten gebaut. Hier 125 Space. In deinem Frachtdings da. Okay. Ja, ich gehe da lieber in die Loge und tue das in den Tresor rein, so wie ich das jetzt mache halt. Das finde ich halt alles in einem Ort, das passt dann schon. Außenposten, ja. Ich gehe halt dann lieber hier rein. Da. Wer wird uns wohl zuerst ausquetschen? Matteo oder Noel? Ja, genau. Das finde ich, also da brauchst gar keine Ding. Du hast halt hier unten alles. Hier die Crafting Station. Kannst du alles machen, was du willst. Und dann hast du halt auch oben auch den Tresor. Mit unendlich Lagerraum, wenn ich den finde. Ich hatte gelegentlich Zweifel an der Konstellation. Was ich auch, letztes hatte ich auch im Video gesehen. Hier. Hier passt dann endlich rein. Nein, nicht nehmen. Ach, Digga.
Aber ist dann blöd mit Mats aus dem Schiff? Nee, du bist eh hier. Du kannst ja hin und her porten, dich hin und her beamen. Du nimmst da ein bisschen was auf und fertig. Mein Schiff ist jetzt voll, deswegen mache ich das halt gerade mal. Hier Inventar. Lager, Inventar. Ich habe jetzt so eine Lanze rausgesehen. Tue ich jetzt da rein. Das Ding hat dann unendlich Platz. Das ist das Geile. Ich habe zu viele Ressourcen gerade. Und wenn ich was bauen will, dann hole ich ja genau die Ressourcen, die ich brauche. Das ist eh nur meistens Aluminium und diese paar Sachen, die du genannt hast. Weil ich würde halt gerne alles an einem Ort haben, nicht auf 10 verschiedenen Fässern oder so oder Dinger. Also, das habe ich halt jetzt so gemacht. Genau. Nur um die Matze zu generieren, genau. Ich habe da sogar so eine Quest, dass ich irgendwie so Ressourcen schicken muss zum Mars an irgendeine Station. Das glaube ich, da muss ich erstmal Ressourcen farmen und dann irgendwie hinschicken. Aber ihr habt das ganz gelassen erstmal mit dem Inventar. Okay, Notizen. Ich mache dann irgendwann, wenn ich Bock habe, weiter bei dem Ding. Ah, ich habe diese Dinger nicht verkauft. Mann, vergessen. Medizin. So. Jetzt habe ich halt das da ausgeladen. Ich könnte mir jetzt mein ganzes Inventar vollladen und dann hier hingehen. Das Ding ist, du kannst dich ja zur Loge hinporten. Komplett. Wenn du aber Übergewicht hast, bist du immer beim Raumhafen. Und ich finde den Weg direkt dahin, den finde ich gar nicht. Also keine Ahnung, wie man da hinkommt. Schon mal probiert, habe ich auch gefunden, weil ich ein Video gesehen habe. Aber der Weg hierhin vom Raumhafen ist halt weit, glaube ich. Aber ich habe es halt gefunden, weil ich diesen Ding hier hatte, den Scanner halt. Also ich würde mich jetzt zum Schiff porten. Wieso geht denn... Was ist denn das jetzt hier? Schiff, genau. Zum Schiff. Wird noch ein paar Mats holen, dann wieder in den Ding reintun. In den Safe. Ich könnte mich jetzt zweimal hin und her porten. Oder... Frachtraum... Oder einmal alles auf einmal nehmen und dann den Weg suchen, aber... Ich hab keinen Bock, den Weg zu suchen. Ich finde den eh nicht. Da ist man eh zu langsam. Ja, nimm halt alle... Guck, Aluminium. Okay. Warum kann ich das nicht nehmen? Jetzt hier ist Material, du kannst keine Fracht-Items. Ach so, das ist von der Quest, okay. So, jetzt habe ich halt doch alles genommen. Ich habe die Taste R gedrückt, aus Versehen. Oh, gut. Jetzt kann ich mir nicht mehr porten. Jetzt muss ich halt raus in der Weg direkt dahin finden. Captain. Jetzt muss ich halt den Scheißweg dahin selber laufen. Nur wenn du überladen bist. Machst du halt einmal und fertig. Oder portest du halt zweimal. Aber ich hab jetzt aus Versehen schon R gedrückt gehabt. Wo ist denn die Launch? Welche Richtung ist die denn? Mastdistrikt, Wohndistrikt, Geschäftsdistrikt. Da ist die Launch, okay. Ja, dann gehe ich jetzt hin, lade da alles aus und habe ich alles im Safe. Ja. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Okay.
Es ist toll hier. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu gehen. Ich weiß nicht, ob man da auch anders hinkommt, aber ich glaube jetzt einfach dahin. Das ist das hier, ne? Ja. Warte mal, kommt man da mit dem Zug vielleicht schneller hin? Gibt's da halt die Launch oder so zufällig? Warte. Ja, was ist denn das nächste an dem vom Zug? Mastdistrikt, ne? Muss halt nur einmal den Weg wissen und dann noch ein zweites Mal laufen, damit ich es checke. Was gibt es? Ob ich New Atlantis vermissen werde, wenn Toni und ich gehen? Ich glaube... Okay, jetzt hier raus. Ist schon cool, bei der Firma da zu arbeiten. Ich bin jetzt Ranger bei... War das Akita City oder was? Oder war das das? Ich bin auf jeden Fall Ranger jetzt. Und arbeite auch da bei der Firma da. Und ich will Senior Partner werden oder so, oder Senior Agent, damit ich die Aufträge dann nehmen kann. Da gibt es einen Auftragscomputer, also aber nur für Senioren. Senior Partner, ist ja wie so oft, ne? Wenn du Senior Partner bist, dann bist du auch ein richtiges Mitglied. So, also, Mastdistrikt hoch und rechts. Ich bin wirklich Glück, dass Walter sein beträchtliches Vermögen nutzt, um die Loge zu finanzieren. Gut. Ich hab's mir gemerkt, hier an dem Tresen vorbei. Ganz nach vorne, rechts und die zweite Tür auf der rechten Seite. Erste, zweite. Gut, bin da. Transfer. Inventar. Ressourcen. Alles. Fertig. Jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich wieder ein paar Sachen. Jetzt habe ich wieder Platz frei. Ob und wie und wann ich das da alles rausholen werde, ich werde mir dann vielleicht... Es gibt ja, wenn du das Ding baust, nur ein paar Sachen, die du brauchst. Wenn ich es mir aufschreiben und da rausholen und fertig. Ich kann ja, zur Not kann ja auch alles nehmen und dann einfach hier bauen und gut ist. Aber dieses Zeichen, wo eine Loop ist, glaube ich, sind die Sachen, wo man forscht. Schätze ich mal. Und jetzt kann ich ja sowieso zum Schiff wieder direkt gehen. Man muss halt nur einmal laufen mit allem. Die Lupe sagt nur, dass du das Teil trackst. Für eben Crafting oder so. Ja, aber was heißt tracken für eben? Habe ich da irgendeine Quest, wo ich das brauche oder was? Oder wie track ich das? Ich dachte, das sagt generell aus, dass du die Sachen halt brauchst fürs Bauen oder fürs Forschen. Was steht als nächstes an? Die Welt retten? Die Galaxie retten? Ja, genau. Das genau. Universum retten? Wäre das halt theoretisch meine nächste Forschung? Oder habe ich die Forschung angewählt? So und dann cool. Sagt man, was ich brauche? Na klar! Kannst du dort eben tracken lassen und dann in der Welt findest. Sagst du nicht immer, hör nicht auf Gerüchte? Ach so, okay, dann so wie ich es gemeint habe, okay. Ich habe einmal alles geforscht, was ich konnte. Klick, 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 irgendwas geklickt. Keine Ahnung, essen, trinken, irgendwelche Sachen und gut ist. Alles verbraucht. Ich habe auch gar nicht gepeilt, was ich mache. Also, aber Tag für Tag, je mehr ich das mache, desto mehr nehme ich das Ganze wahr und mache es halt nicht nur so. Lala. Wenn ich jetzt verkaufe, kann ich auch viel schneller verkaufen, weil ich halt weiß, was ich brauche, was ich nicht brauche. Unser Abenteuer geht weiter. Oft schaut man über 1000 Sachen hinweg und dann, wenn man es dann nach 5 Tagen nochmal macht, denkt man sich, okay, jetzt schauen wir es mal direkt, also jetzt schauen wir mal einmal drüber und dann geht das schon. Und das mit dem Forschen, ja, weiß ich halt noch nicht genau, wozu ich das brauche. Für Mods oder so, oder gut, ich kann irgendwelche Essen kochen, aber Essen brauche ich nicht, das loote ich sowieso.
Also, wenn du zig machst, mach ich zack. Ich bin deine Begleitung. Alles so braucht, weiß dein ich nicht. Schatten. Ich suche ja speziell Dinge für Waffen und Rüstungsmods. Ja, ja, du hast, stimmt, du tust ja das dir selber basteln. Ich bin noch so auf dem Trip, ich nehme die Sachen, die ich finde. Nimm die Sachen, die ich finde, vergleich's ein bisschen. Mal ist eins best, mal ein schlechter, nehme ich oder nehme ich nicht. Und irgendwann werde ich halt auch Bock haben, Lust und Zeit, das so zu schauen. Aber ich finde es noch cool mit dem Loot aktuell, passt es soweit. Das Casting hier. Ja, ja, ich habe ja Waffen mit Mods, also so ist ja nicht. Aber die Mods sind halt zufälligerweise. Ich hab halt, ich finde die halt. Dadurch, dass ich am Anfang, ich war, als ich zwischen Level 1 und 5 war, war ich in einem Gebiet, weil ich irgendeine Quest dann genommen habe, war ich bei Level 35 oder so. 35, 40, weil ich da eine Quest dann genommen bin, hingejumpt und dann habe ich da Missionen gemacht. Ich habe die ersten paar Tage, glaube ich, nur so Missionen gemacht, wo ich immer Leute erschossen habe oder welche random Außenposten gegangen bin, um zu entdecken. Und da habe ich eigentlich auch ganz gut Waffen gesammelt. Das ist jetzt meine neueste Errungenschaft, hat 5 Mods. Ob ich die Waffe vielleicht besser machen kann, wenn ich das selber mache, bestimmt. Aber ja, passt ja. Die ist halt ultra stark. Die ist halt ultra stark, finde ich. 1, 2, 3. Und dann, ja, da vergleiche ich halt immer wieder. Ich habe ja zweimal die. Warte mal kurz. Z, Z, Z. Munitionstyp, oder? Ja. Die zwei nutze ich gerade. Das ist nämlich die gleiche sogar. Die ist halt sehr stark, so eine Shotgun. Da kann man halt fast alles one-hitten. Irgendwie. Die habe ich bei dem einen Boss an Grand Canyon gelootet. Muss ich schauen, wie die ist. Und sonst probiere ich ja, die gedroppt werden. Die muss ich mal testen. Jetzt oder vorher hat es bestimmt bescheuert. Also ich habe von jeder Munitionsart eine Waffe. Mittlerweile jetzt sogar zwei teilweise, weil ich sie teste. Sonst habe ich geschaut, dass ich von jeder Munitionsart eine Waffe habe. Aber jetzt habe ich hier von 7mm schon drei, weil ich... Es sind die gleichen Waffen, nur anders gemoddet. Die war schon krass, jetzt ist sie dann noch besser. Meinst Mods und Perks unterscheiden? Okay. Die Mods sind... Warte, ich mach mich mal drüben. Die Mods sind die, wo die Striche da sind. Und die Perks ist das, wo das mit dem Schaden. Also 20% Schaden gegen Roboter, ne? Mhm, genau. Da, wo die Punkte davor sind, so eine Art Tabelle. Gliederung ist halt die Mod, schätze ich mal. Und das andere ist halt irgendwie random. Mhm. Das ist auch krass, Antipersonen. Also ist auch heftig. Also die beste Waffe, die ich hatte, ist die hier, wegen dem da. Element. Verursacht zufällig Korrosion, Strahlung, Gift und Brandschaden. Die Gegner hatten immer was. Das war die beste Waffe, die ich hatte. Jetzt ist es die gleiche Waffe, also ist ja der Beowulf oder wie der heißt, oder? Grendel, ja, sorry. Ja, das, ach so, das Grendel des Beowulfs. Okay, sieht so ähnlich aus. Okay, Beowulf. Nur mit anderen Mods jetzt nochmal hier. Und also ich habe jetzt erst das bekommen und dann das ziemlich zeitnah. Und Alter, was für Schaden die machen. Alter. Kopfschuss 200 irgendwas. 260 in den Kopf. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und die ich halt noch so, alle die Sternchen habe, habe ich halt zum Testen. Also habe ich schon probiert, mehr oder weniger. Aber die Nicht-Sternchen, dann probiere ich gerade. Also Herzchen, zum gebindet halt. Also die finde ich halt bis jetzt am besten. Die Einser, die Zweier nochmal mit leicht veränderten Aufsätzen. Bisschen weniger Zoom auch, glaube ich. Und die hier, die war die beste bis jetzt. Sehr geil. Auch sehr präzise. Die ist es, die Laserwaffe, also das Elektro. Das ist auch nicht ohne so ein bisschen Rumgeballer. Ich hatte normal auch eine Sniper, aber die brauche ich nicht mehr, wenn ich die andere habe. Das war eine sehr starke Waffe am Anfang, mit ein bisschen Zoom hier. Das ist die normale rote, weiß nicht wie die mal heißt, nehmen wir gleich die Waffe. Das ist der Peacekeeper, glaube ich. Habe ich auch dabei. 9, das ist die starke hier. Das ist die starke Shotgun. Und das hier. Keine Ahnung, das ist irgendeine scheiß Magnum oder was weiß ich. Was weiß ich. Ey, richte das Ding bloß nicht auf mich. Keine, wollte ich mal probieren. Also, naja, ich glaube, ich tue die wieder weg. Ich nimm mal eine andere zum Probieren. Ich hatte auch immer auf der Tasse 2 ein Messer, immer für Nahkampf. Hab ich immer sehr viel Spaß gehabt mit. Messer, Schwert. Ach, den wollte ich mal schauen. B auf die. Auf die da. Achso, ich habe sogar noch eine hier auf der Taste. Ja, du brauchst ja speziell was mit Farm, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Lust ich drauf hätte. Ich lasse einfach jetzt alles so noch auf mich zukommen. So, und ich alles habe hier. Was krasse ist, hast du das schon mit der Kraft? Bist du schon so weit, dass du die Kraft hast? Weiß nicht, ich will nicht spoilern, aber hast du das schon? Ja, es bietet alles auf verschiedene Arten von Möglichkeiten. Also, du kannst eine Sache auf drei verschiedene Möglichkeiten besorgen. Und du brauchst auch keins der ganzen, der anderen. Ich habe die Main Story auch komplett sausen lassen, aber ich habe, also ich habe ja die ersten, keine Ahnung, am ersten Tag habe ich 2 Main Quests gemacht. Dann habe ich 4-5 Tage ohne Main Quest nur Side Quest gespielt. Dann habe ich am 7. Tag oder so, 7., 6., 7. Tag habe ich mal ein bisschen Main Quest gemacht. Also keine Ahnung, von den 8 Tagen habe ich jetzt einen Tag Main Quest gemacht, so ein bisschen. Und ich habe auch ich habe ja bei den Videos immer Tipps, Tricks hier und da, bla blub, keine Ahnung, so viel Schmarrn dabei. Man sollte, wenn man auch ganz viele Sidequests macht, man sollte diese Mainquest bis zu diesem Punkt spielen. Das ist ganz am Anfang, damit du Sachen freigeschaltet hast. Auch für die Sidequests brauchst du das. Und dann dachte ich mir, okay, komm. Du bist jetzt irgendwie an Tag 6 vom Spiel, mach mal Mainquest halt noch ein bisschen. Und dann habe ich ich habe am Anfang ja 3-4 Sidequests gemacht, und also Mainquest gemacht, habe ich nochmal 3-4 gemacht. Und dann war ich an dem Punkt. Dieses Unendlichkeit oder Ewigkeit, irgendeine Quest, also das, wenn du die machst, dann schaltest du auch mehrere Sachen noch frei, damit du auch die Sidequest besser machen kannst. Ist schon richtig, ist schon okay. Da lernst du noch ein paar Hauptdarsteller kennen, die dir noch bei den Sidequests auch helfen. Dachte mir auch, ja, nee, aber nach dem 6. Tag dachte mir, okay, komm. Wenn das gesagt wird, passt das schon. Warum nicht? Ja, jetzt bin ich halt bei der Main Quest hier. Also nie wieder weitergemacht. Aber das mit der Kraft habe ich auch nicht gewusst, Alter. Also das mit der Kraft, wenn du das machst, ich will da nicht spoilern, gar nicht, keine Ahnung, ob du schon was gesehen hast. Das war das eines der geilsten Sachen im Spiel überhaupt.
die erste Kraft aufzuspüren, dann zu suchen, da zu machen, herauszufinden wegen diesem Scanner und alles. Geil. Hat das Spiel nochmal höher gestuft um 0,5 Punkte. Genau, du kannst keine Außenposten bei extremen Bedingungen bauen. Ja. Ja, das ist halt dann Pech, ne? Das ist halt dann, ja, keine Ahnung. Musst halt die ganzen 1000 Planeten suchen. Was ich gehört habe, von den ganzen 1000 Planeten sind nur 90%, also 100, sind bewohnt. Gibt es überhaupt Tiere und so einen Scheiß? Okay. Ja. Weiß ich nicht. Ist nicht viel. Aber ja, kann ja noch kommen. Ich fand's nur eine wilde Zahl. Aber soll ja so ein bisschen realistisch sein. Ja, mach mal die Mission, rette die Geisel. Ich bin ja Ranger. Ich bin Agent in der einen Firma. Ich bin was weiß ich, was ich alles noch bin. Keine Ahnung. Kannst du nicht ausdenken. Kurz setzen. Energie. Was haben wir denn da? Was ist denn das jetzt? Ist nur einer. Ich will mal so ein Schiff kapern, ey. Ich schaff das irgendwie nicht. Okay, aber kann noch schießen, oder? Kann ich andocken? Ja, kann ich. Endlich! LOL! Der Feind hat keinen Antrieb mehr. Okay, ist gut, dann docken wir an. Alles dicht, Luftdruck gut. Geil. Wir haben angedockt. Das wollte ich machen. Es ist soweit. Dafür sterbe ich nicht. Aber du kriegst mich! Wieder ein Sieg! Wohl verdient! Digga. Hier ist es gefährlich. Hä? Gut, dass es Leute wie dich gibt, die helfen. Ach, die wurde schon. Das ist jetzt nicht. Ich will das Schiff haben. Nein, das ist ein Schiff, wo schon Captain ist. Oh mein Gott! Und ich kann dir nichts klauen. Die sind selbst irgendwie hier reingekommen und haben das Schiff an sich genommen. Oh, ich will das Schiff doch haben. Komm, lass uns den Captain töten. Mann, aber es wird dann. Du hast mein Leben gerettet. Ausrüsten und befreien. Erstmal reden. Das wird immer schlimmer mit den Entführern. Ich. Danke. Aber ich bin doch ganz mitgenommen. Ich werde dich erschießen. Wie danke? Das war doch. Ich hatte mir etwas mehr als nur Anerkennung gehofft. Das war doch nichts. Air Ranger. Jetzt brauche ich erstmal eine schöne lange Dusche. Danke. Du bist doch gar nicht befreit. Scheiße, anscheinend doch. Oh Mann, ich wollte jetzt mal ein Schiff kapern. Ich habe nicht gewusst, dass es random so ist, dass ich jemand retten kann. Frech. Toll. Dann gehe ich halt wieder. Danke nochmal. Ja, ja, bitte. Gerne. Ich danke dir. Danke nochmal. Danke nochmal. Gerne, sehr gerne. Hab Bock. Es scheint alles noch da zu sein. Das ist genau nach Plan gelaufen. Oh nein, ey. Oh Mann. Ich war so froh, mal jemanden da zu treffen und dann auf einmal sowas. Ja, aber wirklich, aber gar nichts. Nicht nur nichts, sondern gar nichts. Eieiei, wo ist denn jetzt meine. Ach, das. Oh mein Gott, das war sogar die Quest. Das wäre nur so gegangen und ich wollte es zufällig machen. LOL.
Ich wollte dieses Schiff kapern und man muss bei dieser Schiff muss man andocken und die Triebwerke kaputt schießen. Das. Und ich hab. Oh, krass, ich hab dadurch die Quest gemacht, Jero. Das musste man so machen, wie ich es gemacht habe. Ich wollte es nur zufällig so machen. Oh Mann. Und weißt du, warum ich diesen Skill Clown da gelernt habe? Es gab eine Quest, dafür habe ich es gebraucht. Und ich hatte noch einen Skillpunkt übrig. Also die Quest, man konnte entweder etwas von jemand klauen oder man konnte ihn halt um die Ecke bringen. Und ich habe ihn zuerst um die Ecke gebracht, dann meinte meine Kollegin da, die mit mir mit ist, ja, nicht geil töten, hass mich, bla blub, und dachte mir, scheiße, da muss ich halt ein Skill lernen. Ja, ist ja gut, dann tue ich ihn wiederbeleben mit Battle Rats und Schnellladen. Frauen, ne? Kannst du nicht ausdenken. Ist ja Wahnsinn. Okay, wir machen jetzt noch ein paar Sachen um Neon City herum. Ach, das ist auch Neon City? Echt? Okay. Und dann habe ich da das Clown gelernt. Oh, ich hätte sie beklauen können, die Frau Captain. Ja, ich hätte sie. Ich hätte sie. Ich vergesse, dass ich einen Skill habe. Manche haben voll die Kohle. Die hat nur eine Suppe, also hier haben die eh nichts. Aber die Händler haben hier manchmal was. Wir haben alles, was du für deine täglichen Abenteuer brauchst. Seien Sie banal. Ich will das nicht rein. Wow, wow, wow. Was? Ich habe auch schon die Leute beklaut und nachher mit ihnen gesprochen. Hi, wie geht's? Na, wer bist du? Voll bescheuert. Und alles klar so? Na? Voll wild. Warte. Hey, oh, nee. Mir ist egal, für wen du arbeitest. Ja, du was kannst denn jetzt? Ich bin Ranger Gex. Du bist der Neuling, oder? Ja. Hast du jemand anderen erwartet? So begrüßt man doch keinen Ranger-Kameraden. Echt? Hey, was soll der Scheiß? Wenn das schon reicht, um dein Ego zu verletzen, wirst du es nicht lange in diesem Job machen. Oho. Der Marshall hat gesagt, du gehst einem Hinweis auf ein gestohlenes Schiff nach. Ehrlich gesagt fließt sehr viel Diebesgut hier durch. Aber die Stadt wahrt ihre Geheimnisse sehr gut. Sogar vor uns. Warte mal. Du findest also, ich sollte einfach aufgeben? Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Das werden wir ja noch sehen. Die Menschen in Neon wollen doch bestimmt das Gesetz ehren. Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Ich will diesen einen Chef stürzen und töten. Diesen Typen, der alle abzieht. Das werden wir ja noch sehen. Du hörst nicht zu. Ja, aber du hörst wir mir nicht zu. Wir sind hier nicht in Aquila City. Die Marke ist hier weniger wert. Aber... Die Leute, die hier das Sagen haben, scheren sich nicht groß ums Gesetz. Du bist weniger wert. Unser Job ist es, den Frieden zu hüten und dafür zu sorgen, dass die Gewalt nicht eskaliert. Es kann hier wirklich keiner einen übereifrigen Deputy brauchen, der überall herumschnüffelt. Ich verstehe schon, dass es hier anders läuft, aber widerspricht das nicht der Mission der Freestar Ranger? Genau, sag's ihm, Andrija. Gesetz und Gerechtigkeit sind keine flexiblen Konzepte. Du drückst also einfach ein Auge zu. Wer hat hier das Sagen? Mach mal das hier. Das wäre dann Ach, Benjamin der, ja, weiß ich doch. Der Benji. Er will den Menschen in der Stadt jeden Credit aus den Rippen leiern. Und ja, dabei geht er extrem rücksichtslos vor. Er sitzt außerdem im Rat der Gouverneure, was wieder einmal beweist, dass man sich mit genug Credits einfach alles kaufen kann. Braucht man das Skill für Außenposten? Aber nicht wegen der Wetterbedingungen, sondern einfach nur so, oder wie? Skill. Du drückst also einfach ein Auge zu? Ich überlege mir gut, wann es sich zu kämpfen lohnt. Vernünftig. Unsere oberste Pflicht ist es, die Menschen im Freestar-Kollektiv zu beschützen. Aber manchmal muss man wählen, welche Menschen man beschützt, weil nicht alle unschuldig sind. Vielleicht muss man davor 10 andere Außenposten machen, wegen dem Erfolg oder so, Jero. Ach, man kann also doch wegen Wetterbedingungen?
Haben mit Skill das machen, ist ja geil. Dann kann man sich überall aussuchen. Super. Dann arbeite mal darauf hin. Gesetz und Gerechtigkeit sind keine flexiblen Konzepte. Sie sind absolut. Neuling. So ein Gelaber, ist zwar oder? Übertrieben, im Prinzip ja, aber richtig. Hat dir das gefallen? Gesetz sollte nicht aus Bequemlichkeit ignoriert werden. Uhu. Dein gestohlenes Schiff muss im Raumhafen gelandet sein. Wenn es frisch aus der Fabrik kam, ist es sicher aufgefallen. Ich kenne da einen, Billy Clayton. Oder zwei? Er macht in der ganzen Stadt Wartungsarbeiten und behält für mich den Schiffsverkehr im Auge. Ich stelle ihn dir vor, aber erwarte keinen Gefallen. In Neon kostet alles etwas, wenn auch nicht immer Credits. Kein Problem. Col Lang von der Handelsaufsicht sagte, du würdest für ihn bürgen. Machst du dir keine Sorgen, dass deine Marke hier nicht zum Ziel macht? Was war es deine Entscheidung, in Neon stationiert zu werden, in diesem Schmutzviertel hier? Ob du es glaubst oder nicht, ja. Meine Mutter ist im Vorstand von Ryujin. Ich wuchs hier auf. Unter halt noch anderem leiser. Habe ich mich auch deshalb freiwillig gemeldet, um den anderen Rangern Ärger zu ersparen. Hätte ein Heißsporn den Job angenommen und hier mit seiner Marke rumgefuchtelt, wäre das böse ausgegangen. Wären alle schon tot. Irgendwelche Tipps für Deputy der Freestyle Ranger, der Neon zu Werke geht? Halte dich aus den Angelegenheiten anderer Leute raus, solange es geht. Lass Kleinigkeiten durchgehen. Misch dich in Streit nur ein, wenn er eskaliert. Und vor allem, glaub nicht, dass die Marke dich beschützt. Ist der gleich da oder musst du noch irgendwelche Sachen vorher machen? Oder gibt es da wieder vier verschiedene Stufen? Du kriegst oft ungebetenen Besuch, wa? Natürlich. Neon ist voll von verzweifelten Menschen ohne anderen Ausweg. Ja, genau. Ganz bei unten. Manchen sind es Drogen, bei anderen Glücksspiel. Viel Spaß. Hier gibt's viele Möglichkeiten, alles zu verlieren. Meine Regel ist simpel. Wenn sich jemand etwas selber eingebrockt hat, halte ich mich raus. Dann muss das ausbaden. Ja, selber. Die Menschen müssen aus ihren Fehlern lernen. Ich dachte, Ranger müssen in Not helfen. Ja, aber da, wenn man sich da einmischt... Jo, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, so ein GZ, viel Spaß. Ranger müssen ihr Urteilsvermögen einsetzen. Ich bin hier alleine. Ich kann nicht jedem helfen. Ich kann nur versuchen, die Unschuldigen zu beschützen. Mehr ist hier nicht drin. Und das ist ein Vollzeitjob. Gibt eigentlich kein Limit, glaube ich. Aber es gibt einen extra Erfolg für Level 100. Gibt extra Guides, wie man so schnell wie möglich Level 100 wird. Ist dein Informant auch wirklich vertrauenswürdig? Wir sind in Neon. Es gibt keine Garantien. Ja, das total, weiß und ich wen doch, ich vertrauenswürdig ja. finde, ändert sich täglich. Rede mit ihm oder nicht. Deine Entscheidung. Jetzt hat's. Machst du dir keine Sorgen, dass deine Marke hier dich zum Ziel macht? Nein, ich habe Freunde auf höchster Ebene. Oha. Sozusagen. Meine Mutter sitzt im Vorstand von Ryujin Industries. Vielleicht kennst du sie ja. Alexis Price. Es herrscht ein brüchiger Frieden hier in Neon. Ist besser für alle, diese wenn diese unterschiedliche Lautstärke der Dinge. Konzerne ist immer so nachvertont dann nochmal. Koexistieren. Aber Coleman Lang von der Handelsaufsicht sagte, du würdest für ihn bürgen. Ach, das hat er gesagt, ja? Na klar. Okay. Ich erkläre dir mal was zu Lang und der Handelsaufsicht. Man kann nicht sagen, dass er lügt. Ich konnte ihm nie etwas wirklich schwer Illegales nachweisen, auch wenn ich's weiß Gott versucht habe. Okay. Lang sorgt dafür, dass alles mehr oder weniger korrekt ist, hält sich von Gewalt fern und hilft gelegentlich sogar aus. Natürlich operiert die Handelsaufsicht in einer Grauzone. Immer. Aber ehrlich gesagt, habe ich damit kein Problem, solange es meinen Alltag nicht stört. Nimm doch illegale Sachen an. Okay, haben wir alles gemacht. Bring mich zu... Zeigst du mir jetzt die kalte Schulter? Billy Clayton. Komm. Ah, die Person ist... Ja, die ist beschäftigt, ich kann nicht klauen. Ich verstehe. Beim Stehlen ist eine Person zu beschäftigt. Ja.
alles klärchen. Ja gut, der geht ja ganz spazieren. Ist beeindruckend, ist ja gut. Wie du erst bei dem Bankraub in Aquila City freiwillig mitgeholfen hast. Ja, ich habe einfach alle erschossen. Ja, so. Ich habe die Berichte alle gelesen. Ach so, ja, du weißt, wie man eine Waffe ablegt? Eins lernt man in Neon schnell. Informiert bleiben. Gibt's da eine Tasche? Und am Leben bleiben gehören zusammen. Echt erstaunlich, dass du keine einzige Geisel verloren hast. Kein Wunder, dass der Marshall dich sofort rekrutieren wollte. Wenn er es nicht getan hätte, hätte er ausgesehen wie ein Idiot. Oh, geil, danke schön. Das nervt immer sonst so bei dem Rumgehen. Krass. Und es gibt bei dem Schiff auch so extra Schubdüsen, habe ich da geskillt. Wenn hier jemand versuchen würde, eine Bank zu überfallen. Weiß ich nicht, ob ich das gefunden habe. Hier. Du kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Keine Ahnung.